Der Friede des Herrn Jesus Christus mit euch, der Friede, der so viel höher ist als jede menschliche Vernunft, möchte heute wieder ein Zeugnis geben für Jesus, wie Jesus heilt und wie er auch in seiner Gnade trotzdem Dinge tut und Heilung bringt, ohne dass wir daran glauben. Ja, ich war mal in Berlin eingeladen zu einer Evangelisation vor ein paar Jahren. Da bin ich mit ein paar Leuten auf die Straße gegangen, haben für Leute gebetet, haben Leute zum Herrn geführt. Und da kam ich am Alexanderplatz, den kennt man ja vielleicht, da geht es ja immer recht zu im Sommer. Da ist immer viel los, Veranstaltungen, Musikgruppen. Und da kam ich zu einer Frau mit Krücken. Also die habe ich von Weitem schon gesehen und habe mir gedacht, wow, Krücken, das ist immer gut, hat irgendwas mit Beinen zu tun, Wirbelsäule, das kriegen wir hin. Da habe ich den großen Glauben. Gott hat da schon viel Dinge gemacht und ich kenne das schon und da ist mein Glaube schon reif. Dachte ich. Dann gehe ich da hin zu der Frau und dann rede ich sie an, ob sie Jesus kennt, sagt sie, ja, sie glaubt sogar an Jesus und so, sage ich, ja, super, dann können wir ja darüber beten, dass sie wieder gesund wird, sage ich, ob sie was an den Knien hat oder Sprunggelenken, das war so meine Vermutung, weil ich ja mal ohne Heiligen Geist unterwegs war und einfach in meinem Feuer gedacht habe, wow, alles was mit Krücken rumläuft, muss was mit Knochen zu tun haben, irgendwo Beine oder Rücken. Ja, und auf alle Fälle habe ich die dann gefragt und dann sagt die mir doch ganz locker, nee, bei mir ist alles okay da unten, sondern ich habe große Gleichgewichtsstörungen, deswegen gehe ich mit Krücken, damit ich nicht taumle, weil ich höre, passt nichts mehr. So, das war dann so mein Waterloo-Erlebnis innerlich, weil ich mir gedacht habe, super, toll. Ich habe noch nie für taube Ohren gebetet, ich habe noch nie für taube Leute gebetet, Aber du kannst jetzt dann auch nicht sagen, oh, super, dann geh jetzt wieder, weil du hast ja nichts mit den Knochen, gell? Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, Gott, jetzt musst du mir helfen. Jetzt habe ich schon so groß von dir geredet und war einfach so sicher, dass Gott jetzt gleich heilt. Hier, Jesus, der kann alles. Dann habe ich gesagt, gut, dann versuchen wir einfach mal für die Ohren zu beten. Da war ich mir dann schon nicht mehr so sicher und habe einfach nur gesagt, ja, versuchen wir es. Was ich dazu sagen muss, ist, dass so in der Entfernung von ungefähr 20 Metern hinter uns ein Saxophonspieler einfach auf dem Alexanderplatz gespielt hat, kommt öfters vor, dass Musikgruppen oder sowas da ein bisschen Lärm machen. Und dann habe ich gesagt, können wir anfangen? Sagt sie, ja. Dann habe ich gesagt, darf ich meine Hände auf ihre Ohren legen? Und sagt sie, können Sie machen. Und dann stehe ich so vor ihr, nehme meine beiden Hände und wollte sie gerade auf die Ohren legen. Und ich habe noch gar nicht irgendwie im Geringsten angefangen zu beten oder irgendwie was zu machen, weil ich irgendwie Angst hatte, dass das eh nicht wirkt, weil ich habe ja noch nie für Ohren gebetet. Und dann nehme ich meine Hände und kurz bevor sie halt bei ihren Ohren sind, also so weit weg und bevor ich überhaupt anfangen kann zu beten, schreit sie, wow, was ist denn das? Das ist so laut hier, weil so viel Musik. Dann habe ich zu ihr gesagt, was? Ja, ist so laut hier und wow, brutal, was ist da los? Dann sage ich, hören Sie das jetzt plötzlich? Ja, was ist passiert? Da habe ich gesagt, boah, war ich genauso verdutzt dagestanden wie sie. Habe ich gesagt, oh, dann hat Jesus wahrscheinlich schon geheilt, aber ich habe eigentlich noch gar nicht gebetet. Ja, also das war eigentlich eines von den faszinierendsten Erlebnissen, die ich so mit Jesus hatte. Also der hat wirklich sofort gewirkt, ohne dass, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da den Glauben nicht. Ja, ich habe noch nie irgendwie für Taube gebetet. Und ich weiß es nicht, ob sie den großen Glauben hatte. Aber auf alle Fälle hat Jesus in seiner absoluten Gnade in diesem Moment Heilung gegeben. Also da haben wir mal gesehen, Jesus braucht uns ja eigentlich nicht und eigentlich sind ja nicht wir, die heilen, ja, sondern Jesus heilt. Und Jesus kann heilen, wann er will, wie er will, wo er will, was er will. Er braucht uns halt bloß als Werkzeug, damit wir die Leute ansprechen und von seiner Herrlichkeit erzählen und damit sie zum Herrn kommen. Und Jesus' Natur ist halt einfach, dass er ein Heiler ist. Er ist Gott, er hat alles gut gemacht. Ja, er hat den Garten Eden geschaffen und er wollte auch, dass Menschen darin leben und absolut im Frieden leben, in der Schönheit, in der Fülle. Aber wir haben es ja zerstört. Und Gottes Natur ist halt einfach, wie wir in Jesus gesehen haben, dass er alles wiederherstellt. Ja, dass er Liebe ist, dass er Heilung ist, dass er Gesundheit ist, dass er Herrlichkeit ist. Und das ist Gottes Natur. Jesus ist rumgegangen und hat die Leute alle geheilt. Er hat sie alle geheilt. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Ja? Und Jesus kann heilen, auch ohne uns. Aber ich wollte euch nur ermutigen, geht hin, macht es einfach im Vertrauen auf Gott, liebt Jesus.
Und Jesus macht die Dinge auch ohne uns. Ja? Wir müssen halt einfach nur hingehen und uns zur Verfügung stellen. Aber wir machen sowieso nichts. Jesus heilt. Das wollte ich ja nur sagen. Seid mutig und unverzagt. Liebt Jesus. Geht hin. Tut die Werke, die ihr vorbereitet hat. Und dann flutscht es. Das ist einfach gigantisch, was Jesus macht. Seid mutig und unverzagt. Herzliche Grüße aus Niederbayern. Servus.